Moin Moin, eins wurde von mir heute einmal zu dieser Gaming-Maus. Das Ganze ist eine Wireless-Maus, das heißt, sie läuft ohne Kabel. Man kann sie, glaube ich, aber kabelgebunden nutzen. Hat was ganz Interessantes hier eben entsprechend diese ganzen Knöpfe. Das heißt, für MMOs oder auch MOBAs eine ganz coole Sache. Wir können die ganzen Tasten frei belegen. Das Ganze sieht dann einmal so aus. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal da drauf und gucken uns das Ganze an. Na. Okay, das ging einfach. So. Und dann schauen wir doch einfach mal, was hier tatsächlich drin steckt. Hier fällt schon mal ganz viel raus. Also wir haben hier ein paar Gimmicks dabei. Wir haben interessanterweise so eine kleine Steckkarte hier für Driver. Interessant. Und anscheinend können wir da auch ein bisschen was voreinstellen. Dann haben wir hier einmal ein schön gebundenes Kabel, was hier auch mit Stoff nochmal überzogen ist. Das ist also geflochten, eine schöne Sache. Spricht meistens für Qualität. So, und dann haben wir hier, ups, hier ist einmal unser Empfänger. Und dann haben wir hier einmal die Maus. Die liegt hier so interessant, logisch, nur so locker drin. Oh, das ist auch hier lose. So, und so sieht unsere Maus dann einmal aus. Wir haben uns ganz klassisch. Was auf jeden Fall hier auffällt, wenn ich sie so halte, ist die Oberfläche. Auf der anderen Seite, das seht ihr gerade nicht, hier ist leicht angeraut. Das ist sehr angenehm. Es hat so ein bisschen, ja, nicht Skateboard-Feeling, aber so ein bisschen bessere Haptik. Also ich sitze hier ganz gut und das ist auch so leicht abgerundet. Also meine Finger liegen hier schön auf. Hat einen schönen Widerstand. Klickt auch ein bisschen, das ist auch ganz angenehm. Und ja, das Rad passt. Wir haben auch hier so ein bisschen, ja, Profil, damit wir da einen guten Grip haben. Dann hier dieses Transparente, das oder Hochglanzmäßige, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Das hier wird wahrscheinlich leuchten, das Logo. Und dann haben wir hier einmal, wie schon erwähnt, entsprechend einmal so einen riesen Tastenblock. Insgesamt 12 Tasten, die wir hier belegen können. Mal schauen. Die sind auch alle ein bisschen angestrebt, also ich kann sie von allen Seiten bedienen. Aber ich glaube, da braucht man ein bisschen Übung, damit dann der Daumen aber auch nicht da wegrutscht. Ist hier auch nochmal diese, wie so eine kleine Zunge ausgelegt, auf der dann unser Daumen sicher liegen kann. So, mal gucken, ob das Ganze soweit noch geladen ist. Ne, ist nicht pre-charged. Dann ist kein Problem, schnappen wir uns einfach kurz eine Powerbank. Das Ganze auf jeden Fall USB-C, das ist schon mal gut. Schließen das hier einmal flott an. Ah ja, okay, jetzt kriegen wir auch hier ein Signal. Ich vermute mal, das ist die Ladebuchse. Schalten das mal auf an. Ah ja. So, es ist anscheinend jetzt so ein Flackermodus. Die Tasten sind auch beleuchtet. Das hier ist beleuchtet. Kann man hier mit irgendwas machen? Ne, ist auch nur einfach noch eine zusätzliche Taste. Ja, wahrscheinlich müssen wir das Ganze dann. Achso, das ist wahrscheinlich, dass es gerade lädt, oder? Deswegen blinkt das. Oder? Ja, okay, gut. Und so sieht das Ganze dann normal aus. Gut, also. Na, ist es jetzt soweit voll? Ah ja, okay, hier. So, und so sieht das Ganze dann mit den unterschiedlichen Effekten aus. Das sieht ja ganz schön aus und ganz nett. Also, ich denke auf jeden Fall eine ganz solide Wahl zu einem recht moderaten, vernünftigen Preis tatsächlich. Und damit sind wir raus.